Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen Kurs24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.kurs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn Kurs24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den haben Sie uns empfohlen und daraufhin haben wir ihn nämlich eingeladen. Dr. Hartmut Fischer. Er ist ein bekannter Autor, denn er hat das Handbuch zum DMSO geschrieben und deswegen freue ich mich heute besonders, dass wir darüber sprechen werden, über das Thema DMSO. Er ist Naturwissenschaftler, Chemiker und auch Heilpraktiker. Also von daher ein ganz tolles Feld, das wir hier bedienen können. Hallo, Herr Dr. Fischer. Schön, ja, dass Sie da sind. Hallo, danke. Ja, die erste Frage gilt natürlich dem DMSO. Was bedeutet das? Was heißt es ausgesprochen? DMSO heißt ausgesprochen Dimethylsulfoxid. Ist also ein ganz simples, kleinmolekulare Substanz. Und bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit, wie man hier sehen kann, also eigentlich wie Wasser, ein bisschen höhere Viskosität, aber eigentlich wie Wasser. Und das macht es eben so praktisch einsetzbar, weil man es mischen kann, verdünnen kann, mischen kann mit anderen Substanzen. Und das eröffnet eben ein weites Anwendungsfeld. Wie wird DMSO hergestellt? Ist das was Natürliches oder was Chemisches? DMSO kommt in der Natur überall vor, in Spuren, weil es vom Meeresplankton erzeugt wird als Vorstufe. Aber wegen des großen Mengenbedarfs inzwischen, weil es ja vielfach eingesetzt wird, wird es inzwischen industriell hergestellt, entweder als Nebenprodukt bei der Zellstoffherstellung und Papiergewinnung oder eben separat als eigenes Produkt hergestellt, praktisch aus der Vorstufe, wie es auch das Meeresplankton erzeugt. Gibt es da Qualitätsunterschiede, worauf ich achten sollte? Ja, in der Reinheit natürlich. Ja. Also alle Substanzen, die im Markt sind und frei verkäuflich sind, die sind natürlich in verschiedenen Reinheitsstufen erhältlich, die auch gekennzeichnet sind. Und wir verwenden eben für Anwendungen bei Tier oder Mensch natürlich das pharmazeutisch reine, pharmazeutisch geprüfte DMSO. Okay. Und wie kamen Sie denn überhaupt dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, also von meinem Ausbildungsweg her, Universität, Forschung, hatte ich natürlich viele Berührungen mit DMSO, weil es auch ein sehr beliebtes Lösemittel ist. Und das Bewusstsein dafür aber, dass DMSO auch therapeutische Eigenschaften hat, und zwar sehr erstaunliche therapeutische Eigenschaften, das kam erst sehr viel später, weil ich nämlich nach meinem naturwissenschaftlichen Studium in der Pharmaindustrie tätig war. Zunächst in den 90er Jahren. Und da ist es mir dann sozusagen von einer anderen Perspektive wieder begegnet. Und da ich von Kind auf an schon eine Faszination hatte für simple Mittel, für simple Substanzen, die man früher auch schon als Hausmittel angewendet hat, ja, wie auch Wasserstoffperoxid oder Natron oder all diese Dinge, die unsere Omas, Opas schon im Haushalt hatten, ist mir das dann eben aufgefallen, dass dieses DMSO, was man überall kaufen kann, sehr interessant einsetzbar ist, bei Entzündungen beispielsweise, bei Verletzungen zur Regeneration des Gewebes. Und ja, da kam dann diese Faszination zustande. Und deine Erfahrungen in den letzten Jahren, hast du als Heilpraktiker auch damit Erfahrungen gesammelt? Ja, ja, natürlich. Okay. Also die Reihenfolge war naturwissenschaftliches Studium, Pharmaindustrie,
Dann bin ich da rausgegangen, um mich selbstständig zu machen als Heilpraktiker. Und in dieser Phase der Etablierung von eigenen Therapiewegen, ja, die eben möglichst individuell sein sollten, weil jeder Patient und jede Patientin natürlich eine andere Anamnese, eine andere Vorgeschichte mitbringt und auch eine andere Ist-Situation, war ich dann praktisch mit dieser Erfahrung, dass es diese simplen Mittel gibt, die man miteinander kombinieren und mischen kann, eben dabei, das als sogenannten Gesundheitswerkzeugkasten zu etablieren. Und dann habe ich das auch jahrelang in meiner Praxis so angewendet. Und dann kam der Verleger ins Spiel, der mich gebeten hat, speziell über DMSO ein Buch zu schreiben. Und das wurde dann sehr schnell sehr, sehr erfolgreich. Und seitdem bin ich mehr mit Wissensverbreitung und Forschung unterwegs als mit Praxistätigkeit. Das hat sich dann so ein bisschen verlagert. Aber es fußt immer noch auf meinen eigenen Erfahrungen mit Patienten und Patientinnen, die eben dieses Mittel dann angewendet haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert DMSO? Was macht das wirklich? Also was hat das für Eigenschaften in Bezug auf unsere Gesundheit? Wollen wir das mal zeigen? Ja, gerne. Gut. Also dieses Schülerexperiment ist total simpel. Das kann auch jeder nachvollziehen, um dann zu verstehen, was DMSO eigentlich bewirkt und warum es diese vielfältigen Wirkungen hat. Man nimmt sich nämlich einfach zwei Tröpfchen Wasser, ich nehme das jetzt hier einfach aus meinem Glas, in die Handfläche. Eins, zwei, möchtest du auch? Gerne. Eins, zwei, den Rest tue ich jetzt wieder weg. Und dann zwei Tröpfchen von dem DMSO dazu. Ist das jetzt die 100% oder? Das ist jetzt reines DMSO, genau. Eins, zwei, eins, zwei. Oh, es wird heiß. Ja, da hört ihr es schon, genau. Es kommt zu einer ganz spontanen, intensiven Wärmeentwicklung. Und das ist ein ziemlich einzigartiges Phänomen, physikalisch gesehen, sozusagen, in diesem Ausmaß. Und was hier passiert, aber ist folgendes. Aber es ist auch so ein bisschen seifig, oder? Was ja, passiert da jetzt? Genau, dieses angenehme Gefühl auf der Haut praktisch, dieses weich. Was hätte ich jetzt für einen Vorteil, dass macht ich die Haut mir das... Weich. Das macht die Haut weich? Macht die Haut weich, genau. Passiert meinem Nagellack jetzt was? in der geringen Menge nicht. Ja. Und daran kann man Folgendes erkennen. Wasser... Zuerst war Wasser in der Hand und Wasser, wie das Wassermolekül aussieht, denke ich, hat in der Schule jeder mitbekommen. Das sind kleine Moleküle, die sich aneinander halten durch sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen. Darüber ist jeder von uns mindestens schriftlich oder mündlich in der Schule abgefragt worden über diese Wasserstoffbrückenbindungen. Das ist auch das, was Wasser diese Härte, diese Viskosität verleiht. Ja, wenn wir vom 10-Meter-Turm springen, dann ist Wasser hart. Und das kommt dadurch zustande, dass die Wassermoleküle sich alle aneinander halten, wie wenn sie so eingehakelt wären, von Arm zu Arm. Und wenn jetzt DMSO dazukommt, dann werden diese Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Wassermolekülen gelöst, vorübergehend. Ja, die lassen sich los, okay. Die Wassermoleküle. Das heißt, die vorher gespeicherte Bindungsenergie wird in dem Moment frei als Wärme. Das haben wir gespürt. Das ist dieses Verblüffende, ja. Das hat ja alles Raumtemperatur hier. Und dann hat man plötzlich dieses Hitzegefühl hier auf der Haut. Und dieses Lösen der Wassermoleküle voneinander, wenn man sich das jetzt überträgt, unser Körper ist ja quasi auch eine wässrige Lösung mit mehr als 50% Wasser. Und an jedem biochemischen Prozess in unserem Körper ist Wasser beteiligt, ja, Oberflächen an Enzymen, an Ionenkanälen sind die Oberflächen mit Wasserhülle ausgekleidet sozusagen. Und in dem Moment, wo das Wasser quasi einen Reset machen kann, also die Wasserstruktur wird einmal gelöst
Die MSO verschwindet dann ja wieder, wird ja auch wieder ausgeschieden über die Nieren und die Leber. Und dann kann das Wasser sich neu ordnen. Und das ist meine Erklärung für diese vielfältige Wirkung, die letztendlich die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert, Transportprozesse wieder möglich macht und viele andere Dinge einfach regelt oder sich regeln lässt. Mhm. Und das kann man sich sehr schön erklären, weil eben das Hauptelement Wasser, die Hauptsubstanz Wasser in unserem Körper, sich einmal loslassen kann und sich wieder neu ordnen kann. Dadurch dient es ja auch als Transport von anderen Mitteln, als Unterstützer, wo man ja auch immer wieder hört, man soll es nicht in Berührung bringen mit Dingen, die man nicht in der Haut haben will, wie zum Beispiel Kunststoff oder so. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen? Da war ich immer so ein bisschen verunsichert im Handling. Wie hole ich jetzt das raus? Weil du hattest jetzt auch eine Kunststoffpipette. Mhm. Ja. Genau, also speziell darauf bezogen kann man sagen, alle Hilfsmittel oder Utensilien wie Teelöffel, Eierbecher und was wir so nehmen, um zu mischen eben, oder diese Pipetten oder auch Einwegspritzen zum Abmessen, die kann man vorspülen mit dem DMSO. Und dann ist die Kunststoffoberfläche praktisch abgereinigt von Formtrennmitteln, von UV-Stabilisatoren, von Weichmachern, was eben so in Kunststoffen so alles. Kann ich das auch bei Trinkflaschen für Kinder dann machen? Die kann man mit DMSO quasi abreinigen, ja. Genau. Und wie mache ich das? Also ich nehme das DMSO in die, also wenn ich jetzt so eine Trinkflasche für die Kinder habe? Ja, da kommt eine kleine Menge DMSO rein, Deckel drauf, schütteln, wegschütten. Pur? Ohne jetzt verdünnen oder irgendwas? Das Pure, genau. Sobald das DMSO über einen gewissen Grad verdünnt ist mit Wasser, ist diese, sagen wir mal, diese starke Aufnahme von solchen Oberflächenstoffen an Kunststoffoberflächen nicht mehr gegeben. Und man nimmt schon das reine DMSO zum Abspülen. Okay. Also das zieht, wenn ich jetzt dann... Da habe ich auch ein gutes Beispiel quasi aus der Anwendung. Vielleicht wissen das manche. Es gibt die sogenannte Bienenstocklufttherapie. Also man setzt eine Haube auf den Bienen, auf das Bienenvolk quasi, und dann geht ein Schlauch da weg und dann kann man das atmen, ne? für chronische Bronchitiker und solche Leute wird das angewendet. Und diese Haube aus Kunststoff, die hatte in der Anwendung eben Stoffe freigesetzt. Ja, solche Zuschlagstoffe, die die Industrie benutzt, um solche Kunststoffteile herzustellen. Mhm. Und der Mann, der das entwickelt hatte, hat mich eben gefragt. Und dann habe ich gesagt, er soll es doch einfach mit DMSO abwaschen. Und dann waren in der Laboranalyse eben diese Oberflächenstoffe nicht mehr nachweisbar. Also man kann, aber das ist jetzt... Ja, schon ganz weit weg von der Anwendung von DMSO für gesundheitliche Dinge. Aber das kann man also Oberflächen, auch die Sprühköpfe hier, ja, die kann man zunächst eine kleine Menge in die Flasche reinfüllen und ein paar Mal sprühen. Dann wird quasi der innere Mechanismus und der Ansaugschlauch abgereinigt von solchen oberflächenhaftenden Stoffen. Es geht ja lediglich um diese kleinmolekularen Substanzen, die die Industrie den Kunststoffmaterialien zumischt, um eben Spritzguss machen zu können, damit sich das wieder schön trennt, und eben die Weichmacher, damit es vielleicht flexibel bleibt und so weiter. UV-Stabilisatoren, damit Kunststoffe nicht spröde werden. Und es geht lediglich um die Oberflächen der Kunststoffe, die dann damit noch behaftet sind. Mhm. Und das kann man mit DMSO sehr gut abwaschen. Ja, was waren so deine größten Erfolge mit DMSO, wenn du jetzt so zurückblickst? Was hat dich am meisten fasziniert, was dieses Mittel so kann? Also einmal der Aspekt, DMSO steigert den Sauerstoffgehalt im Gewebe. Das ist auch in Studien nachgewiesen worden und das konnte ich anwenden in der Praxis, zum Beispiel bei Patienten nach Schlaganfällen. Mhm. Und das ist ja oft ein enormer Leidensdruck, ja, weil die Patienten ja die Sprache
die Sprache soll sich wieder entwickeln und viele andere Dinge, das Gangbild und so weiter und so fort. Und da konnten wir eben mit DMSO sehr schöne Erfolge erzielen. Und als Trinkkur dann? Oder wie macht man das? Trinkkur oder inzwischen gibt es ja auch sterile DMSO-Lösungen in Ampullen, die man dann als Infusion in der Praxis anwenden kann. Ne? Also in der ärztlichen Praxis, auch in der Schweiz, kann man natürlich auch dann Infusionen damit machen. Da gibt es diese Chelat-Infusion, oder? Wie heißen die? Zur Metallausleitung kann man es dann auch den Chelat-Infusionen zumischen, ja. Okay. Aber jetzt speziell möglichst zeitnah nach Gefäßverschlüssen, Infarkten, wie gesagt, Schlaganfall, Apoplex und solche Dinge, wenn man da möglichst zeitnah eben DMSO in den Körper bringt, um das Gewebe besser mit Sauerstoff zu versorgen und um eben die Regeneration auch des Gewebes anzuschubsen. Da kann man sehr schöne Erfolge haben und das ist eben dann auch sehr eindrücklich natürlich. Ne? Wenn man den Vergleich hat zu Patienten, die eben das nicht bekommen konnten oder bekommen haben, eine solche Behandlung. Okay, muss es zeitnah sein am Schlaganfall oder wenn man es jetzt erst erfährt und man hat vor zwei Jahren einen gehabt? Es ist immer so, wie es ist, ja. Deswegen sagte ich, es ist individuell, so wie ein Patient jetzt gerade in seinem Status ist und mit seiner Vorgeschichte kann man selbstverständlich auch später noch positiv intervenieren. Wir wissen das auch daher, weil DMSO ja auch bekannt geworden ist als Narbenmittel, sage ich jetzt einfach mal so, dass auch 40 Jahre alte Narben sehr positiv auf DMSO ansprechen und ein Schlaganfall ist ja irgendwo auch eine Narbe und ein Herzinfarkt ist ja auch eine Narbe und ein Gefäßverschluss, ja, das sind ja auch innere Narben. Und an äußeren Narben, die man halt mit dem Auge beobachten kann, sehen wir eben sehr eindrücklich, dass praktisch die Qualität des Gewebes durch den Einfluss von DMSO sich enorm steigert. Wir sehen auf uralten Narben, dass dort wieder Sensibilität entsteht, dass also die Leute plötzlich sagen, das ist ja gar nicht mehr taub oder dass Schweißbildung wieder möglich ist oder Haarwuchs auf Narbengewebe, ja, was ja normalerweise nicht stattfindet, weil das Narbengewebe ja ein minderwertiges Ersatzgewebe ist. Das würde jetzt natürlich auch vielen Frauen, die Schwangerschaftsstreifen seit Jahren haben, wieder Hoffnung machen, dass das... Ja. Und die gehen dann weg, oder? Das ist ein ganz häufiges Anwendungsfeld, Kaiserschnittnarben, Schwangerschaftsstreifen und solche Dinge. Und die verändern sich dann auch optisch? Die verändern sich optisch. Wie weit man da kommt, das muss man offen lassen. Das ist eben auch individuell, Bindegewebssituation und, natürlich. Auf jeden Fall erzielt man immer Fortschritte. Und bei manchen ist das dann sehr, sehr positiv, fast bis zum Verschwinden. Ja, auch Narben, die so aufgewulstet sind, die werden dann eben wieder flacher. Aber für mich ist entscheidend, okay, die Optik, ich weiß schon, das ist für viele Leute wichtig. für mich ist entscheidender eben diese Qualitätsmerkmale, ja, dass die Funktionen einer normalen Haut wieder zurückkehren. Ja, das ist echt verrückt. Teilweise oder ganz und gar wieder zurückkehren. Sensibilität, Schweißbildung, Haarwuchs. Und Haarwuchs auch auf dem Kopf? Ja. Ja. Okay. Habe ich gerade erst, ich gebe etwa alle 1 bis 2 Monate einen Rundbrief heraus, den man sich kostenfrei auf der Internetseite anmelden kann. Und ich habe jetzt gerade für den neuen einen Erfahrungsbericht von einem Anwender, der mir das geschickt hat, dass er es eben bei Haarausfall angewendet hat und dass das sehr positiv sich entwickelt hat. Wie hat er das dann angewendet? Als Spray. Also man macht praktisch von dem puren DMSO aus, wie wir es üblicherweise in so braunen Glasflaschen beziehen und lagern, macht man sich eine individuelle Verdünnung. In seinem Fall, soweit ich erinnere, hat er 60% DMSO benutzt. Das bedeutet also, kleines Kopfrechnen, Grundschule. Bisschen mehr wie die Hälfte. 60% bedeutet 6 Teile DMSO und 4 Teile Wasser beispielsweise.
Wobei die Flüssigkeit Wasser als Verdünnungsflüssigkeit natürlich ein bisschen langweilig ist, wie ich gerne sage. Mhm. Da gibt es bessere Möglichkeiten, wo man durch die Verdünnungsflüssigkeit dann auch wieder synergistische Effekte dabei hat. Und was wäre das dann, gerade also, beim Thema Haarwuchs? Ja, da verwenden wir sehr gerne Magnesiumchloridlösung. Also dieses, ich glaube, das ist auch bekannt als Magnesiumöl zum Beispiel, aber nicht so eine hohe Konzentration, niedrigere Konzentration. Oder, wenn ich das jetzt direkt mal hier so sagen darf, eine wunderbare Verdünnungsflüssigkeit für alle Hautangelegenheiten generell ist Eigenurin. Oh, okay. Also egal, ob es jetzt um Narben, Haarwuchs oder auch so Dinge wie Neurodermitis, Ekzeme und so weiter geht, ist das eine ideale Verdünnungsflüssigkeit. Aber es gibt auch viele andere. Also je nach Anwendungsziel. Was wäre jetzt der Vorteil vom Eigenurin? Also was haben Sie da für Vorteile erkannt gegenüber Wasser? Naja, jetzt rein biochemisch gesehen haben wir eben den Harnstoff im Eigenurin oder im Urin. Und der Harnstoff ist für uns Menschen ein wichtiges Geweberegenerationsmittel. Okay. Ein natürliches. Ja, war ja auch früher üblich, dass man gesagt hat, wenn man sich in den Finger geschnitten hat, pinkel da mal drauf und so. Mhm. Das war ja auch ganz normal. Und der Harnstoff ist praktisch das, was uns Menschen geblieben ist als Geweberegenerationsmittel, weil wir ja Vitamin C nicht selbst produzieren können, wie andere Säugetiere. Und weil wir auch Allantoin nicht selbst produzieren können. Dieser Stoffwechselweg, der endet also bei uns bei der Harnsäure. Mhm. Die ja den Blutdruck erhöht und so haben wir also eigentlich nur den Harnstoff als diese Möglichkeit. Okay. Zusätzlich hat man natürlich auch noch immunaktive Faktoren im Urin, was dann zum Beispiel bei entzündlichen Hauterkrankungen oder allergischen Hauterkrankungen auch noch dazu kommt. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn der Leidensdruck dementsprechend ist, dann würde man wahrscheinlich dann auch diesen Eigenurin nehmen, wenn die Lösung, ja. Ja, also das ist, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir immer mehr so in einer weißgekachelten, desinfizierten Welt gelandet sind und man den Kindern schon sagt, das ist bäh und so weiter. Urin ist letztendlich gefiltertes Blut, also eigentlich Blutplasma, wenn man so will. Das ist eine hochwertige Flüssigkeit. Mhm. Na super. Na, das ist doch mal ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. War super interessant. Ich freue mich auf weitere Interviews zum Thema DMSO. Und für unsere Zuschauer sind ja wirklich jetzt nur Anwendungstipps. Das sind keine medizinischen Heilversprechen, sondern es gilt halt wirklich, sich dementsprechend einfach Hausmittel. Genau. Super. Mhm. Wenn man sich informieren möchte, haben Sie eine Internetseite? Es gibt die Internetseite pranatu.de. Okay. Ja. Oder auch Medizin zum Selbermachen.de. Das führt beides zum gleichen Ziel. Und es gibt mein Buch, das DMSO-Handbuch mit dem grünen Frosch vorne drauf. Mhm. Das kennen viele inzwischen. Ja. Da kann man natürlich einfach mal die Basics nachlesen, damit man auch dann so ein bisschen den Spaß entwickelt an dem Mischen und individuelle Rezepturen sich anfertigen. Ja, ja super. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich freue mich. Bis bald. Danke. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für Sie, da mal was über das Thema DMSO zu hören, weil es ist ja ein altbekanntes Hausmittel, also ganz weit weg von Chemie. Und von daher freue ich mich natürlich noch auf weitere Interviews zu dem Thema. Ich hoffe, Sie hatten Freude und alles Gute. Bis bald. Tschüss.